Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Deutsches Tierschutzgesetz, Paragraph 1. Die Landwirtschaft soll die Massen ernähren. Mit 4,3 Millionen Milchkühen, 40 Millionen Legehennen und 60 Millionen Schweinen. Lebensmittel. Möglichst viel, am liebsten billig. Mittwochmorgen, 6.30 Uhr. Die Zeit des großen Schlüpfens hat begonnen. Brüterei Hockenberger, westlich von Heilbronn. Alle Küken haben einen Namen. LBP Lohmann Braun Plus, so heißt eine Hühnerrasse. Gezüchtet mit einem Ziel, so viele Eier zu legen wie möglich. Die frisch geschlüpften Tiere werden von Schalenresten befreit und sortiert. Die Zucht macht's möglich. Weibliche Küken mit bräunlichem Gefieder, die männlichen sind alle gelb. Brütereimeister Werner Hockenberger führt ein mittelständisches Unternehmen, beliefert Landwirte in ganz Deutschland. 40 Millionen Legeküken braucht das Land für die Eierproduktion. Jedes Jahr. Wir sind für eine Brüterei eine kleine Brüterei. Ja, wir haben einmal pro Woche Schlupftag. Da schlüpfen bei uns in der Regel ganz grob zwischen 40.000 und 50.000 Küken. Davon die Hälfte Hennen und die andere Hälfte zwangsläufig Hähne. Die Hähne will kein Bauer haben. Für die gelben Küken ist der erste, auch ihr letzter Tag. Selektion mit Todesfolge. Wir machen das auch nicht gerne. Das Hähnchentöten ist hier so ziemlich die schlimmste Tätigkeit. Es ist ein Problem, ja, aber es ist ein Problem, für das wir im Moment keine bessere Lösung haben, als das, was wir im Moment praktizieren. Die männlichen Küken kommen in die Gaskammer. Bilder aus einer anderen Brüterei, aufgenommen von Tierschützern. Allein in Deutschland sterben so mehr als 40 Millionen Küken. Jedes Jahr. Alle paar Wochen dürfen in der Brüterei Hockenberger doch ein paar hundert Hähne ihren ersten Tag überleben. Dann kommen sie gemeinsam mit ihren Schwestern in eine Transportbox, werden geprüft, gezählt und geimpft. Es ist die seltene Ausnahme von der gültigen Produktionslogik. Wir haben im letzten Jahr 45.000 Hähne in die Mast geliefert, bundesweit. Wenn Sie da das Verhältnis ausrechnen, dann kommen Sie in den Promillebereich. Ja. Sollen männliche Küken nicht einfach sterben, muss sie jemand großziehen. Unterwegs Richtung Nürnberg zu Landwirt Peter Schubert, dem Hähnchenretter von Unterrüsselbach. Auf seinem Biohof zieht Schubert seit 6 Jahren weibliche und männliche Küken groß. Eine schweißtreibende Arbeit. In den ersten Tagen brauchen die Küken Wärme im Stall, um die 37 Grad. Schuberts Motiv für die Gockelaufzucht jenseits von Produktivität und Effizienz des Hühnerbusiness. Die Hähne sind einfach nach meiner Meinung nach kein Abfallprodukt.
Wir müssen die sinnvoll verwerten. Man kann nicht sinnlos Leben entstehen lassen und nur weil es unwirtschaftlich ist, wieder nach dem Schlüpfen zu töten. Von Luft- und Tierliebe allein kann Schubert nicht leben. Die Bruderhähne brauchen viel Futter für ein bisschen Fleisch am Knochen. Ihre Aufzucht rechnet sich nur, wenn die Eier der Schwesterhennen teurer verkauft werden. Es ist einfach eine Option, die Hähne großzuziehen, wenn der Verbraucher mitzieht und wenn es am Markt Akzeptanz findet. Die Elbe flussabwärts, nahe Cuxhaven, wird an dem gearbeitet, was der Markt verlangt. Rudolf Preisinger, Geschäftsführer des weltweit führenden Zuchtunternehmens für Geflügel Lohmann Tierzucht. Das Firmenziel, hochspezialisierte Hühnerrassen, die möglichst viele große Eier legen oder in kürzester Zeit so viel wie möglich Fleisch ansetzen. Beides gleichzeitig ist genetisch ausgeschlossen. Das männliche Küken der Legerasse wächst viel langsamer, braucht somit viel mehr Getreide, benötigt mehr Ressourcen, um zu wachsen, nimmt pro Tag weniger zu. Und das steckt die Energie hauptsächlich in Knochenwachstum und nicht in Fleischansatz. Wir mästen Hähnchen, um möglichst viel Geflügelfleisch zu produzieren. Diese Brüder der Legehennen setzen einen Großteil ihres Wachstums in Knochen und in Fett und eben nicht in wertvolles Protein. Ein Vergleich. Am dritten Tag sehen Legehennen und Masttiere noch gleich aus. Dann setzen die Masttiere schnell Brustfleisch an, sind bedeutend größer, weil sie viel fressen. Die Legehennen bleiben dagegen klein, sind dafür äußerst fruchtbar. Am 34. Tag werden die Masttiere geschlachtet, mit 1,8 Kilogramm Schlachtgewicht, egal ob männlich oder weiblich. Die spezialisierten Legehennen dagegen produzieren 300 Eier und mehr pro Jahr. Wenn Sie Fleisch essen wollen, müssen Sie Tiere schlachten. Wenn Sie Eier essen wollen, müssen Sie Legehennen halten, die auch am Ende ihrer Legeperiode geschlachtet werden und dann als Suppenhenne vermarktet werden. Die gesamte Problematik ist einfach zu lösen. Jeder von uns isst einmal pro Jahr eine Suppenhenne und einmal pro Jahr einen Bruder einer Legehenne. Und die gesamte Debatte ist zu Ende. Das aber wird in Deutschland nicht passieren, weiß Preisinger. Und setzt deshalb lieber auf die Geschlechtserkennung im Ei. Maschinen sollen winzige Löcher in die Schalen pieken, ein Hormontest, die männlichen Tiere noch vor dem Schlupf erkennen. Die Hahneneier würden aussortiert, als Tierfutter verwertet. Es wäre eine feine Lösung für die Geflügelindustrie. Sie müsste wenig ändern an dem auf Leistung getrimmten Eierproduktionssystem. Eine Hochleistungsindustrie mit Hochleistungshennen in Tierfabriken. Fast 14 Milliarden Eier pro Jahr. Hähne überflüssig. Niedersachsen, das Land der Hühnerfarmen. Das Land der Agrarindustrie. Doch hier in Steinlaa ein bisschen Bauernhofidylle. Das Gänsekreischen gilt dem Landwirtschaftsminister, ein Grüner, Christian Meyer. Für die einen ein Ökospinner, für die anderen der Mann, der bei den Bauern durchsetzt, was eine Mehrheit fordert, mehr Tierschutz. So hat er die letzten Wahlen gewonnen. Die Gesellschaft will eine andere Tierhaltung. Es ist Zeit für eine Tierschutzwende. Und es wird nicht mehr hingenommen, dass man Millionen Küken tötet. Die Menschen, die das jetzt sehen, das bewusst wird, die sind richtig erschrocken, weil das war ihnen bislang nicht bekannt. Das wurde verheimlicht, dass das passiert, millionenfach. Und ich halte es für möglich, dass man das in 2 bis 3 Jahren auch beendet. Damit lässt sich gut Politik machen. Die Agrarministerkonferenz. Regelmäßig streiten hier Politiker aus Bund und Ländern um die Zukunft der deutschen Tierhaltung. Christian Schmidt von der CSU hat in dieser Runde immer weniger politische Freunde. Der Bundeslandwirtschaftsminister wirkt getrieben von 6 grünen Ministern und ihrer grünen Agenda.
Aktuell das Töten männlicher Eintagsküken. Das ist ein Vorschlag, der nicht nur von den Grünen, sondern auch von uns, auch von der Bundesregierung getragen wird. Und wir haben ja seit längerer Zeit Forschungsprojekte. Ich bin einig, wir müssen so schnell wie möglich hier Alternativen suchen. Das kann nicht so bleiben, wie es bisher ist. Der Tierschutzbericht der Bundesregierung von 1999. Die Politik redet über millionenfachen Kükenmord schon seit mehr als 15 Jahren. Zitat: Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung stellt sich die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Tötung von Eintagsküken aufgrund ihres Geschlechts. Beendet ist das Töten bis heute nicht. Berlin. Warum es beim Tierschutz mit den Gesetzen oft so lange dauert, es bei der Umsetzung hapert, das weiß Professor Harald Grete, Berater der Bundesregierung. Beim Tierschutz ist es ja so, dass die gesellschaftlichen Ansprüche deutlich steigen und insofern auch der Druck auf die Politik, etwas zu tun. Und dann, wenn man so ein Gesetz sozusagen hineinbringt in ein Gesetzgebungsverfahren, dann kann man sich damit auch als Politiker profilieren. Man tut ja etwas. Und auch dort gibt es intensive Lobbyarbeit, sodass häufig im Klein-Klein nach der Verabschiedung eines Gesetzes eben doch vieles verwässert wird, womit die Politik dem Berufsstand entgegenkommt. Zurück im Stall von Landwirt Peter Schubert. Zurück zum Hahnenretter. Seine Hähne werden 150 Tage alt, bevor er sie schlachtet. Doch das geschenkte Leben hat seinen Preis. Schubert ist angewiesen auf Verbraucher, die nicht nur von Tierschutz reden, sondern auch dafür bezahlen. Die Legehenne, für die der Bruderhahn mit großgezogen wird, deren Eier kosten irgendwo zwischen 3 und 4 Cent pro Ei mehr. Mit diesem Sponsoring kann ich dann meinen Hahn großziehen. Also ohne, dass die Legehenne den Hahn sponsert, ist es wirtschaftlich nicht darstellbar. Ein paar tausend Hähne kann Schubert retten. Doch Millionen werden jährlich vergast. Das bleibt die Wahrheit einer Nutztierhaltung, die das Frühstücksei für Deutschland produziert. Abgeschieden, einsam und riesig. Gladau, 20 Kilometer östlich von Magdeburg. Die Tierfabrik produziert, was die Deutschen am liebsten essen, Schweinefleisch. Unter diese Dächer passen mehr als 50.000 Tiere. Adrianus Strathoff, jahrelang Herr über die Produktion von Millionen Schweinen. Anlagen verteilt über ganz Deutschland. Die Branche nennt ihn nur den Schweinebaron. Es heißt, er sei der größte Ferkelproduzent Europas. Als Adrianus Strathoff 2013 eines seiner seltenen Interviews gibt, präsentiert er seine heile Schweinewelt. Für uns ist es eigentlich egal, ob wir ein Schwein haben oder 20.000 oder vielleicht 100.000. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass unsere Mitarbeiter ganz systematisch das alles schaffen, dass unsere Stallanlagen in Ordnung sind, dass die Klimaanlagen in Ordnung sind und damit sicher sind, dass es unseren Tieren gut geht. Und ich denke, dass wir, oder ich kann sagen, unseren Tieren geht es gut. Tierschützer haben ihm das niemals geglaubt. Sie dringen nachts in Strathoffs Ställe ein. Die Bilder zeigen, was keiner sehen soll. Viele verletzte Ferkel, erdrückt kurz nach der Geburt. Im Kadaverraum wird klar, Züchter wie Strathoff kalkulieren Verluste ein. 10% sind üblich. Dann die Halle mit den Kastenständen. Schweine in Gitterboxen, die auf ihre Besamung warten. Die Tierschutzaktivisten sind sich sicher, Profit sei bei Strathoff wichtiger als das Wohl der Schweine.
Also uns ist sehr daran gelegen, dass das öffentlich und tabulos diskutiert wird, was in diesen Ställen stattfindet. Und das geht nur, wenn die Menschen auch wissen, was dort stattfindet. Die Tierfabrik braucht auf Hochleistung gezüchtete Sauen, die oft mehr Ferkel werfen, als sie Zitzen haben. Beim Kampf um die Muttermilch bleiben die Schwächsten auf der Strecke. Statt teuer aufpäppeln, einfach totschlagen. Ja, also dieses ganze System ist völlig gegen die Wand gefahren. Also dieses System, Schweinezucht im Speziellen, aber auch Tierzucht im Allgemeinen, ist mittlerweile so verkorkst und vermurkst und gegen die Wand gefahren, dass man da noch den Kopf schütteln kann. Nicht nur Tierschützer, auch die Berater der Bundesregierung stellen das System in Frage. Zu wenig Platz, zu wenig Beschäftigungsmaterialien, zu wenig wechselnde Klimaeinflüsse. Es schränkt eben auch sehr stark ein, die Möglichkeit der Tiere, arttypisches Verhalten auszuleben. Ja. Und das ist eben der Grund, dass wir sagen, das ist keine zukunftsfähige Tierhaltung. Strathoff weist bis heute alle Anschuldigungen von sich. Seine Anlagen seien nicht schlechter als die anderer Schweinezüchter in der Republik. Es gäbe weder Qualzucht, noch würden Tierschutzgesetze gebrochen. Überall gibt es Gesetze und wir sind angestrebt, um die Gesetze einzuhalten. Ja, negative Berührungen mit Behörden sind wir absolut nicht an interessiert. Wenn das in der Vergangenheit mal aufgetreten ist, dann soll das nicht mehr sein. Aber von einem Geschäftsmodell kann natürlich keine Rede sein. Das ist jetzt 2 Jahre her. Seitdem ist viel passiert. Die Behörden haben die Geduld verloren. Landrat Steffen Burchardt. Seine Amtstierärzte haben Strathoffs Anlagen immer wieder kontrolliert. Immer wieder gab es massive Probleme. Mehr als 800.000 Euro Bußgelder hat Strathoff deshalb zahlen müssen. Die Kontrollen, die wir durchgeführt haben über einen längeren Zeitraum, haben immer wieder ähnliche Verstöße auch in Größenordnungen zutage gefördert. Und selbst also die Verhängung von Bußgeldern hat daran nichts geändert. Das zeigt in erster Linie, dass die Wirtschaftskraft groß genug ist. Und wenn parallel die Verstöße nicht abgestellt werden, dass es vielleicht ein betriebswirtschaftliches Kalkül ist. Ende 2014 greift der Landrat zum letzten Mittel. Er verhängt ein Tierhaltungsverbot gegen den Schweinebaron. Wir können und dürfen keine Unterschiede machen zwischen einem großen Tierhalter mit viel wirtschaftlicher Kraft und einem kleinen. Wenn jemand also Verstöße gegen Tierschutzrecht begeht und das in einem kontinuierlichen Maße mit gravierenden Auswirkungen auch für die Tiere, es geht also hier tatsächlich um Tierleid, und über einen langen Zeitraum ändert er nichts an diesen Tierhaltungsbedingungen, dann muss man ihm tatsächlich die Eignung absprechen, Tiere zu halten. Magdeburg. Vor dem Verwaltungsgericht will Strathoff das Tierhaltungsverbot kippen. Der Streit wird die Gerichte wohl über Jahre beschäftigen. Verliert Strathoff, hat das Konsequenzen. Die ganze Schweinebranche käme unter Druck. In Wadelsdorf in der Lausitz entsteht indes die nächste Strathoff-Tierfabrik. Als Geschäftsführer ist er zwar zurückgetreten, doch Treuhänder führen seine Firmen weiter und bauen das Schweineimperium aus. Die Behörden haben 11 neue Ställe mit 6.800 Tierplätzen genehmigt. Wir haben natürlich ein Tierschutzgesetz. Und im Tierschutzgesetz steht drin, dass unnötiges Leiden vermieden werden muss. Aber das bietet natürlich einen enormen Interpretationsspielraum. Beispiel Kastenstände. Laut Gesetz soll jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hinlegen und in Seitenlage die Gliedmaßen ausstrecken können. Die Praxis? Behörden dulden qualvolle Enge. Beispiel Schwänze abschneiden. Laut EU-Verordnung Auslöser für akute und andauernde Schmerzen. In deutschen Ställen fast überall üblich und offiziell genehmigt.
Beispiel Ferkel totschlagen. Laut Tierschutzgesetz darf niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Leiden, Schmerzen oder Schäden zufügen. Die Realität: brutales Ferkeltöten aus wirtschaftlichen Gründen. Von manchen Behörden gedeckt. Wir müssen also sehr viel stärker ausformulieren im Detail, was wir zulassen und was wir nicht zulassen. Und es ist vor allen Dingen, meine ich, die Bundesregierung, die handeln muss. Und deshalb empfehlen Grete und der Agrarbeirat dem Landwirtschaftsminister eine Kurskorrektur in der Nutztierhaltung. Höhere gesetzliche Mindeststandards und mehr Geld für artgerechte Tierhaltung. Doch Christian Schmidt will dem nicht folgen. Er sieht die Massentierhaltung zu Unrecht in der Kritik. Massentierhaltung ist ein diffamierendes Wort gegenüber der landwirtschaftlichen Produktion. Die Landwirtschaft ist nämlich der fünftgrößte Wirtschaftsfaktor in unserem Lande. Und wir wollen die Landwirtschaft ökonomisch produktiv in diesem Lande halten. Wirtschaftlichkeit kontra Tierschutz. Der grüne Landwirtschaftsminister aus Niedersachsen will genau diesen Konflikt mit der Agrarindustrie austragen. Ich bin davon überzeugt, dass die jetzige Nutztierhaltung gesellschaftlich nicht mehr mehrheitsfähig ist. Also diese 30.000er, 40.000 Schweine in einer Fabrik zu halten, das ist nicht tiergerecht und das ist auch nicht richtig. Und deshalb, glaube ich, braucht man eine Debatte über Obergrenzen. Solche Betriebe sind oft nicht mehr handelbar. Fest steht jedoch, in Deutschland werden die Mast- und Zuchtanlagen immer größer. Die Politik hat das jahrelang befördert und lässt es weiter zu. Jürgen Voss und seine Tierschützer von Arriva glauben nicht an eine Nutztierwende. Sie bauen an ihrem kleinen Gegenentwurf. Auf einem Stück Land in Mecklenburg sollen Tiere leben dürfen, außerhalb landwirtschaftlicher Produktionszwänge. Wenn man jahrzehntelang sieht, dass sich nichts verändert, es gab immer wieder neue Gesetze, neue Verordnungen, neue Initiativen, aber das Leid der Tiere bleibt. Und es ist einfach nicht möglich, Tiere zu essen, ohne ihnen Leid anzutun. Denn im Endeffekt sterben muss es, ne, für das Stück Fleisch. Auch wenn in Deutschland inzwischen knapp 8 Millionen Menschen auf Fleisch verzichten. Die Mehrheit will ihr Schnitzel. Reda Wiedenbrück, die Firma Tönjes, der größte Schlachtkonzern Deutschlands. Jeden Tag laufen 25.000 Schweine Richtung Schlachtband. Panflötenmusik und grünes Licht sollen die Schweine beruhigen auf dem Weg in den sicheren Tod. Vorher müssen sie betäubt werden, möglichst stressfrei, mit Kohlendioxid. Die Tiere werden in der Gruppe, in der sie auch 4 Monate lang gelebt haben, das ist ganz wichtig, in die Betäubungsanlage hineingebracht, in einer Gondel, wie wir das nennen, und fahren dann in die Tiefe, etwa 9 Meter. Kohlendioxid ist erheblich schwerer als Luft, das heißt, das sammelt sich in der Tiefe. Und die Schweine werden dann in diesem Kohlendioxid, Bad, wenn man so will, betäubt. CO2 erzeugt kurz vor der Bewusstlosigkeit Erstickungsgefühle, wird von Tierschützern deshalb abgelehnt. Tönjes versichert, Alternativen seien noch nicht marktreif, doch die Forschung laufe. Ein Mitarbeiter überprüft, ob die Tiere wirklich bewusstlos sind. Erst dann werden sie getötet, und zwar durch Blutverlust. Ein Hohlmesser wird in die Kehle des Schweins gestochen. Eine Entblutungswaage kontrolliert den Vorgang. Verliert das Schwein mehr als 1,6% Körpergewicht durch Blutverlust, gilt es als tot. Tönjes vertraut nicht allein der Technik, deshalb ein zusätzlicher Reflextest am Auge. So wird geprüft, ob das Tier noch lebt. Der Mitarbeiter ist zunächst einmal speziell geschult auf diese Tätigkeit hin und er prüft bei jedem einzelnen Tier, ob gerichtete Bewegungen vorliegen und er prüft den
Lidschluss und Kornealreflex. Das ist ein unbedingter Reflex. Wenn der ausbleibt, kann man von der Wahrnehmungslosigkeit der Tiere ausgehen. Schlachthäuser wurden heftig kritisiert. Der Vorwurf, Millionen Schweine seien bei lebendigem Leibe geschlachtet worden. Der Tönnies-Konzern hat darauf reagiert, sicher auch aus Eigennutz. Die Firma will mit Schweinen Geld verdienen, sich nicht dauernd rechtfertigen müssen. Deshalb sammelt Tönnies Daten, Blut- und Gewebeproben. Die Schlachtkörper verraten, wie das Schwein gelebt hat. Lungenentzündungen, Salmonellen, Geschwüre, alles nachweisbar. Der Konzern kann so Druck auf die Mäster machen. Wir möchten, dass der gesellschaftlichen Anforderung an mehr Tierschutz Rechnung getragen wird. Und das kann man am besten dadurch tun, indem man jeden einzelnen Landwirt da abholt, wo er steht. Und letztendlich bilden die das gleiche Spektrum ab, was wir in der Gesellschaft haben. Manche sind weiter, manche sind weniger weit. Sühstedt, nördlich von Hannover. Landwirtschaftsmeister Thorsten Riggert ist überzeugt von dem, was er seit Jahren macht. Er hält 400 Sauen in einem herkömmlichen, konventionellen Stall. Im sogenannten Deckzentrum werden die Sauen künstlich besamt. Sie sollen viele Ferkel kriegen. Das ist ihre Aufgabe. Die Gitterboxen seien fürs Auge nicht schön. Gäbe es sie nicht, sagt Riggert, würden die liebestollen Sauen übereinander herfallen. Komische Vorstellungen hat die Gesellschaft natürlich nicht. Ich denke, sie hat gar keine Vorstellung, wie Tiere gehalten werden, weil das in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich nicht kommuniziert wurde. Die Bilder, die aus der Werbung bekannt sind, haben bekanntlich nicht so viel oder gar nichts mit dem zu tun, wie die Tierhaltung tatsächlich aussieht. Und auch in den Schulbüchern ist immer noch Omas Tierhaltung drin. Eine Halle weiter, der Abferkelstall. Riggerts Sauen werfen ihre Ferkel in sogenannten Schutzkörben. Die sollen verhindern, dass die Sau ihren Nachwuchs erdrückt. Ein Stall ohne Gitter, für Riggert eine nette Stadtmenschenidee. Riggert kürzt seinen Ferkeln die Ringelschwänze. Circa ein Drittel kommt ab, damit die Tiere sich nicht gegenseitig beißen. Schwänze abschneiden, bis heute gängige Praxis. Das hat sich keiner dran gestört, sozusagen. Jetzt gibt es eine Diskussion, die hauptsächlich politisch geführt wird. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass von uns verlangt wird, dass der Schwanz dranbleiben soll. Und das hat in den Systemen, in denen wir Tiere halten, vorher noch keiner probiert. Es geht um mehr als um ein paar Zentimeter Schwanz. Es geht ums ganze Schweinesystem. In Riggerts Stall läuft ein Test, bezahlt mit Forschungsgeldern. Schon jetzt ist klar, ein intakter Ringelschwanz braucht mehr Platz, mehr Beschäftigung, anderes Futter und intensive Betreuung. Wieder ein neuer Versuch, der Geld kostet. Aus den Erfahrungen der letzten 10, 15 Jahre, wo die Menschen ja schon alles kaufen konnten, es gibt Bio, es gibt geklöppelt, gestreichelt, geschüttelt, gerührt, ist der Fleischabsatz aus konventioneller Haltung, so wie wir es bisher gemacht haben, konstant gleich geblieben bei 99,5% und 0,5 sind alle anderen. Also wenn denn alle das wollten und bereit wären, auch mehr Geld dafür auszugeben, dann könnten sie es jetzt schon. Wer soll sie bezahlen, die Wende in der Nutztierhaltung? Der einzelne Verbraucher tut es bisher nicht. Eine Initiative Tierwohl soll es nun richten. Ergersheim in Franken. Die Schweinemester Weber machen mit. Vater und Sohn halten 2700 Schweine. 20.000 Euro haben sie investiert, ihren Stall umgebaut für etwas mehr Tierschutz. Was wir jetzt neu drin haben, sind die verschiedenen Spielmöglichkeiten aus Holz, aus Ketten. Wir haben Strohraufen drin, weil die Tiere einfach beschäftigt werden wollen. Und wir haben da deutlich mehr Platz als gesetzlich erforderlich. Also sind da 20% mehr Platz, als sowieso schon vorgeschrieben ist. Und auch mehr Licht.
Bauernverband und die Großen im Lebensmitteleinzelhandel haben vereinbart, für jedes Kilogramm verkauftes Schweinefleisch zahlen Aldi, Lidl und Co. 4 Cent in einen Tierwohlfonds. Daraus bekommen Webers Geld für ihre Tierschutzinvestitionen. Wir sind kein Zoo, ja, wo wir die Tiere nur halten und kriegen Eintritt von den Leuten, die es zuschauen, sondern müssen davon leben und müssen einfach zwei Familien davon ernähren. Ein bisschen mehr Platz, ein bisschen Stroh, das Ganze freiwillig. Vielleicht ein erster Schritt. Doch Schwänze abschneiden bleibt weiter erlaubt. Die Brancheninitiative Tierwohl, dem Landwirtschaftsminister, kommt sie gelegen. So muss Christian Schmidt keine Gesetze verschärfen, sich nicht mit den Bauern anlegen. Sein Credo, der Markt wird's schon richten. Letztendlich muss jeder selbst für sich entscheiden, was er auf dem Teller haben will. Da bin ich ein starker Anhänger davon, den Teller nicht so mit Gesetzen vollzupacken, dass der am Schluss gar keinen Platz mehr für sein Steak oder für seinen Kohlrabi hat. Körbecke, nördlich von Kassel. Ein Bilderbuch-Bauernhof. Kühe mit Hörnern und ein Bauer mit Rauschebart. Fast so wie in der Werbung. Biolandwirt Josef Jacobi hält 50 Milchkühe. Futter vom eigenen Acker, Kleegras, Heu, Getreide. Jacobi ist überzeugt, seine Tiere sind glücklich. Die Tiere haben auch einen Charakter. Also die können zum Beispiel lachen. Das ist ganz lustig. Also wenn man die an einer bestimmten Stelle krault, dann ziehen die Schnauze so hoch. Und ich weiß genau, dann lachen sie eigentlich. Kühe auf der Wiese, das hat mittlerweile fast Seltenheitswert. Immer weniger Tiere dürfen auf der Weide grasen. In Zukunft werden wohl immer mehr Milchbauern ihre Tiere dauerhaft im Stall lassen. Kühe sollen auf jeden Fall Weidegang haben. Es wäre natürlich schön, wenn alle Weidegang hätten und nicht nur auf den Werbeprospekten. Auch Jacobis Kühe müssen Milch produzieren. In seiner Herde vor allem eine Hochleistungsrasse, die sogenannte Holstein Friesian, gezüchtet auf maximale Milchleistung. Das Problem dieser Zucht, ähnlich wie bei den Legehennen, weibliche Tiere sind für den Bauern wertvoll. Sie werden Milch geben. Die männlichen? Nutzloser Ballast. Sie setzen kaum Fleisch an. Jacobi verkauft seine Stierkälber in die Kälbermast. So ist es üblich. Manchmal sind die Tiere keine 15 Euro wert. Ramschware. Ich kenne keinen, der ein Kalb tötet, weil es sich nicht finanziell lohnt, weil ein Bauer tötet sein Kalb nicht, weil es muss irgendwo einer Nutzung zugeführt werden. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn die Kälberpreise dann so niedrig sind, ist es natürlich auch schwierig, dann überhaupt, man kriegt die Kosten nicht mehr raus. Hartnäckig hält sich deshalb ein böser Verdacht. Die männlichen Kälber würden mancherorts einfach getötet. Unterwegs mit Tierarzt Michael Drees. Seit mehr als 30 Jahren fährt er nördlich von Bremen von Hof zu Hof. Drees ist sicher, der ökonomische Druck hat sich massiv verschärft. Also für die Landwirte ist das natürlich hochgradig frustrierend. Die kümmern sich um diese Kälber, haben wirklich viel Arbeit damit und am Schluss sagt ihnen Händler, du, kann ich nicht gebrauchen. Dann ist es nur menschlich, dass natürlich die Mühe um dieses Kalb nachlässt und dass sie vielleicht doch, wenn es krank ist, vielleicht eher stirbt oder eine tierärztliche Versorgung für viel Geld nicht mehr bekommt. Und das ist wirklich tierschutzmäßig eine Katastrophe. Diesen Verdacht erhärten Daten des Landeskontrollverbandes Schleswig-Holstein. Laut Züchterverband liegen die Kälberverluste bei männlichen Nachkommen deutlich höher. Beispiel Schwarzbunte.
Verlustrate bei männlichen Kälbern 3,8%, bei weiblichen nur 1,7%. Entscheidet der Milchpreis über Leben und Tod? Biobauer Jacobi kennt den Milchmarkt ganz genau. Er ist Mitbegründer der Upländer Bauernmolkerei. Die kann ihre Bioprodukte zu auskömmlichen Preisen verkaufen, an Verbraucher, die bereit sind, mehr zu zahlen. Jacobi weiß, die konventionelle Konkurrenz ächzt unter Preisen, so niedrig wie seit Jahren nicht. Zu diesen Preisen kann man einfach keine vernünftige Milch herstellen. Das heißt also, irgendwo kneift es, entweder werden die Tiere dann nicht mehr gut gehalten oder das Futter ist eben von überall auf der Welt zusammengekarrt, möglichst billig, möglichst viel Milch erzeugen. Möglichst viel Milch erzeugen, darum geht es in der Milchviehhaltung. Alles ist auf Menge und Effizienz getrimmt. Das Leben einer Kuh, ein durchgetakteter Milchkreislauf. Mit etwas mehr als 2 Jahren kalbt eine Kuh, bis dahin Ferse genannt, zum ersten Mal. Erst jetzt kann die Kuh Milch geben, zwischen 20 und 40 Liter pro Tag. Diese sogenannte Laktationsphase dauert insgesamt 305 Tage. Dann wird die Kuh trockengestellt, nicht gemolken. Sie ist jetzt hochträchtig und darf sich etwa 60 Tage lang ausruhen. Denn kurz nach der Geburt ihres ersten Kalbes wurde die Kuh wieder besamt. Nach 9 Monaten Trächtigkeit kalbt sie erneut und der Milchkreislauf kann von vorn beginnen. Nur durch einen solch strammen Produktionszyklus gibt eine Kuh zwischen 6.000 und 12.000 Liter Milch pro Jahr. Also im Alter von 5 Jahren im Durchschnitt ist die Kuh verschlissen. Also nur nachdem sie 2 Kälber oder 3 Kälber geboren hat. Und entweder scheiden sie durch eine Euterentzündung, durch Lahmheiten oder dadurch aus, dass sie nicht wieder tragen werden, also nicht wieder ein Kalb bringen und dann läuft die Milchleistung ja irgendwann aus. Und eine Kuh kann natürlich im Prinzip gut 18, 20 Jahre alt werden. Leisten Tiere zu wenig, kommen sie zum Schlachter oder werden nicht mehr ordentlich versorgt. Aktuelle Bilder aus einer Milchviehanlage in Brandenburg. Jungrinder auf verdreckten Spaltenböden. Die Tiere finden kaum Halt. Viele haben aufgescheuerte Knie, entzündete Klauen. Einige Tiere lahmen. Es sind die Schattenseiten der Milchproduktion. Mecklenburg, westlich von Schwerin. Milchhof Karp. Fütterungszeit für 800 Hochleistungsrinder. Für viele ist das eine Tierfabrik. Für Geschäftsführer Christian Karp ist es ein ganz normales Familienunternehmen. Der Landwirt ist überzeugt, ob es den Kühen gut geht, hängt nicht davon ab, wie groß die Herde ist. Es liege vor allem am Management. Wir können kein billiges Futter kaufen oder schlechtes Futter kaufen. Wir müssen die Kühe optimal versorgen, sonst geben sie uns keine Milch. Und wir müssen möglichst viel Milch verkaufen, damit wir unsere Rechnung bezahlen können. Karp hat 2012 einen neuen Stall bauen lassen. Mit viel Licht und Platz für jede Kuh, ganz ohne Spaltenböden. Jetzt muss er zusehen, dass seine Kühe die Investitionen auch wieder reinbekommen. Der ökonomische Druck ist enorm. Gerade in Zeiten, wo der Milchpreis so niedrig ist, wie er im Moment ist, müssen wir jeder kleinen Stellschraube drehen und jeden Punkt irgendwo, jeden Kostenpunkt überlegen, wo können wir noch was sparen. Karps neuer Melkstand. Hier wird jede Kuh 3-mal am Tag gemolken. Im Frühjahr 2015 wurde die Milchquote abgeschafft. Seitdem kann jeder Bauer so viel Milch produzieren, wie seine Kühe hergeben. Die Folge? Überproduktion und Preisverfall. Manche Woche bekommt Karp gerade mal 26 Cent pro Liter von seiner Molkerei. Ein Preiskampf, in dem nur die sich behaupten können, die groß genug sind. Da ist sich Karp sicher.
Also ich glaube, die nächsten mindestens 12 Monate werden ganz, ganz viele Betriebe die Türen zumachen müssen. Und das ist, glaube ich, was in der Landwirtschaft bisher unüblich war, dass auch tatsächlich Betriebe insolvent gehen. Ein Preiskampf auf dem Rücken der Tiere? Tierarzt Michael Drees weiß aus Erfahrung, dass es den längst gibt. Kühe müssen dauernd trächtig sein. Nur wenn sie Kälber gebären, geben sie auch Milch. Stimmt die Milchleistung nicht, werden sie aussortiert. Mit dramatischen Folgen. So kommen auch schwangere, sogenannte gravide Rinder zum Schlachthof. Trächtigkeitskontrollen sind vom Gesetz nicht vorgeschrieben. Mit brutalen Folgen für das ungeborene Leben. Das Schlimme ist, dass der Fötus eigentlich erstickt in der Kuh. Also die Kuh wird betäubt, dann entblutet und das ist der Schlachtprozess. Und bis der Bauch eröffnet wird und sozusagen überhaupt entdeckt wird, dass diese Kuh wohl hochtragend ist, vergeht so viel Zeit, dass dieser Fötus in der Kuh erstickt. Fotos aus deutschen Schlachthöfen. Kälberembryonen, qualvoll verendet. Und das ist eben so, dass die Schlachtung hochtragender Tiere gar nicht verboten ist und dass das Tierschutzgesetz auch erst für geborene und nicht ungeborene Tiere greift. Schon 2011 veröffentlichte die Universität Leipzig eine Studie zur Schlachtung gravider Rinder. Mit erschreckenden Ergebnissen. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bis zu 10% der weiblichen Rinder tragend der Schlachtung zugeführt werden. Die Bundestierärztekammer schätzt 180.000 Tiere jedes Jahr. Bisher von der Politik geduldet. Bei einem Thema, das mich wirklich bewegt, nämlich dem Schlachten trächtiger Kühe, dass wir da sagen, das geht nicht und das müssen wir dann auch im Vollzug des Tierschutzrechts und der entsprechenden Vorschriften dann machen. Ja, es sind ökonomische Zwänge, aber es darf nie dazu führen, dass der ökonomische Zwang das Tier zum Abfall macht. Aber genau das passiert in Deutschland jeden Tag. Tiere als Abfall. In einem Landwirtschaftssystem getrieben von ökonomischen Zwängen. Wertlos. Dazu Haltungssysteme, die oft alles andere sind, nur nicht tiergerecht. Da helfen keine warmen Worte, sondern nur schärfere Gesetze und deutlich mehr Geld. Wir haben ausgerechnet, dass wir für eine deutliche Verbesserung des Tierschutzes etwa 3 bis 5 Milliarden Euro in Deutschland bräuchten. Und das entspricht in etwa 3 bis 6% der Ausgaben der Verbraucher für Nahrungsmittel. Ist also eigentlich gar nicht so viel. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Was seit Jahren Gesetz ist, müssen Bauern und Politik endlich einlösen.